Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Eine neue Woche, ein neues Gratisspiel im Epic Games Store. Auch ab nächstem Donnerstag, den 9. September, steht euch wieder eine Vollversion zum komplett kostenlosen Download bereit. Ob die tatsächlich was kann oder euch wieder mal altbackener Schrott angedreht wird, das klären wir im Video. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was die heißesten Gratis-Games angeht, dann lasst uns doch einfach ein Abo und ein Like da. So verpasst ihr in Zukunft rein gar nichts. Der Sommer war euch bisher zu sonnig und gut gelaunt? Keine Sorge, Sheltered ändert das ganz schnell. Das Survival-Management-Spiel schmeißt euch in die düster dreckige Postapokalypse. Oder besser gesagt, in einen atomaren Schutzbunker inmitten der düster dreckigen Postapokalypse. Da müsst ihr euch in der Rolle eines tapferen Familienvaters um das Überleben von Frau und Kindern kümmern. Spielerisch erwartet euch dabei bereits bekannte Genrekost. Ihr stellt eine Gruppe aus Charakteren zusammen, alle mit unterschiedlichen Werten, die ihr über die Zeit verbessern könnt. Dann startet ihr von eurem Schutzraum aus Expeditionen in die unsichere Außenwelt, um nach Luft- und Wasserfiltern, Medizin, Essen, Benzin und anderen wichtigen Materialien zu suchen. Mit denen baut ihr eure Basis aus, craftet Equipment oder befriedigt eure dringendsten Grundbedürfnisse. Sheltered stellt euch dabei für eine ganz schöne Herausforderung. Die Ressourcen sind karg, um schwere Entscheidungen werdet ihr nicht herumkommen. Außerdem steckt die Umgebung voller Gefahren. Neben Händlern und freundlich gestimmten Überlebenden, die ihr rekrutieren könnt, gibt es auch aggressive Zeitgenossen, die ihr in rundenbasierten Kämpfen besiegen müsst. Das ist zwar alles nett gemacht, so richtig vom Hocker haut der Titel aber nicht. Das Spielkonzept wurde in This War of Mine oder Fallout Shelter schon deutlich besser umgesetzt. Der enorme Zufallsfaktor beim Looten nervt, weil man teils ums Verrecken nicht die benötigten Items findet. Und den 2D-Pixel-Look hat man so auch schon x-mal gesehen. Mehr als Mittelmaß ist Sheltered am Ende also nicht. Das spiegelt sich auch im Metascore wieder, der liegt bei einer passenden 62. Wollt ihr euch den Survival-Titel trotzdem sichern, könnt ihr das ab dem 9. September um 17 Uhr. Bis dahin steht euch noch das Gratisspiel dieser Woche zur Verfügung, der Pinball Metroidvania Mix Yoku's Island Express. Alles Wichtige dazu gibt's in der Vorschau, die ihr in der Endcard findet. Sollte euch dieses Video hier gefallen haben, freuen wir uns natürlich über ein Abo und ein Like. Alles Weitere aus der Welt der Videospiele findet ihr auf pcgames.de.